Die Börsenminute. Am Sonntag hatte ich beim Podcast Geldmeisterin Trade Republic Country Manager Oswald Zeicher zu Gast, der meinte, dass Tesla in Österreich derzeit bei Weitem von seinen Kunden am meisten gehandelt wird, noch weit vor Apple. Dies ist nicht nur in Österreich und nicht nur bei Trade Republic so, sondern weltweit. Laut CNBC haben Privatinvestoren heuer schon 35,98 Milliarden US-Dollar in die Tesla-Aktie gesteckt. So viel wurde angeblich noch nie eine Aktie von Privatinvestoren gekauft. Würde ich persönlich deshalb Tesla kaufen? Nein. Auch nicht jetzt, wo sie 18,9% in den letzten 12 Monaten verloren und in den letzten 6 Monaten wieder deutlich 30,6% zugelegt hat. Übrigens, wenn man sich Charts anschaut, dann bitte über verschiedene Zeiträume. In den letzten 5 Jahren hat der Tesla-Wert über 1116% zugelegt. The trend is your friend. Mag sein. Für mich ist dieser nicht nachhaltig, auch wenn Tesla für E-Mobilität steht. Das KGV liegt bei 34, die Aktie kostet also das 34-fache des Jahresgewinns. Das ist zwar viel, viel weniger als noch 2021, wo Tesla mit einem KGV von 216 notierte, aber eine Mercedes-Aktie wird mit einem KGV von 4,6, eine BMW sogar nur von 3 gehandelt. Nicht, dass ich momentan überhaupt ein Fan von Autoaktien wäre, aber der Tesla-Preis ist mir definitiv immer noch zu heiß. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.